So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und heute ist die zweite und letzte Raid Mania mit Cresselia, 18 bis 19 Uhr. Also wieder eine Raid-Stunde. Ich werde diese wieder zu Hause übertragen. Ich werde mich einladen lassen von euch. Jeder, der noch Raid-Mania-Punkte abgreifen will, weil er das toll findet, kann also einladen, hat die Chance, Punkte zu bekommen, da mitzumachen oder für Interaktionen, wie auch immer. Ich bin gespannt, ob heute noch was geht. Ich weiß, Cresselia ist nicht so beliebt, aber das Beste ist, wir werden übers Wochenende 4 zusätzliche Raid-Stunden bekommen mit jeweils anderen Raid-Bossen. Infovideo dazu habe ich gepostet, wenn nicht, guckt mal in die vergangenen Videos rein. Also Freitag, Samstag, Sonntag und Montag wird es auch eine Raid-Stunde geben und das heißt für uns, es wird auch eine Raid-Mania geben. Ihr könnt also da nochmal richtig reincashen, bevor der Monat um ist und wieder ausgewertet wird, wer der Raid-Mania-Gewinner ist. Die Info gebe ich euch jetzt, die habe ich euch im Infovideo schon gegeben, die gebe ich euch auch nochmal im Community-Tab vor dem Wochenende. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Niki, gerade von Alo bekommen, ein Shiny Kryptos Gorgler. Kann man mal mitnehmen, sieht auf jeden Fall gut aus, die Farbe. Zerpurze hier beim Aluhut, na, das schau her, wo die alle nur herkommen, Shiny Zerpurze, ne? Genaya mit einem Shiny Skalück, das ist gerade geschlüpft, auch feine Sache hier, Master Gossi, bei mir auch gerade geschlüpft, also... Letzte Zeit haben viele Leute natürlich immer hier Eier gebrütet, ja, was will man doch sonst machen? Shiny Mobile gegönnt, Skandalpaare aus der Quest, also aus der Feldforschung, 100% Shellast mit Mütze, was man halt nicht weiterentwickeln kann. Jojo, beide aus Eiern, 100% Togepi, Shiny Togepi, Aluhut, Niantic hat mir wieder einen guten Morgen Shiny zukommen lassen, sehr nett. Ich habe was anderes gelesen, als da steht, Ninkada Shiny, auch eigentlich richtig selten, weil Ninkada triffst du nicht so oft an. Community gleich Beste, vielen Dank an Kurli, hast was gut bei mir, Julchen und Kurli haben da wohl getradet, ne? Ihr wisst, die Burmis als Shiny-Familie auf der Hand zu bekommen, vollständig, ist natürlich eine schwere Sache, musst ja auch immer gucken nach männlich-weiblich, also da... Bist du schon gut dabei. Gar nicht bemerkt, Brainy hier mit dem Shiny Fritzelblitz auf der Hand bekommen. Skandalpaare hat das 100er Cresselia bekommen. Wir haben schon wieder so viele 100er Cresselia dabei in dieser Folge, dass ich mir denke, wow, ich habe wieder mal keins. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht so viele Raids gemacht. Aber vielleicht kommt es ja auch heute Abend bei der Raid Mania. Bronzel hier, 100% Bronzel, nimmt mal mit, Master Gossi, Henry Niki hier, Shiny Bonera, ausgebrütet, Aluhut, 100% Plinfa, wohl aus der Feldforschung, wenn ich mir das Level angucke, 100% Panflam, wohl nicht aus der Feldforschung, wenn ich mir das Level angucke, Fertsch, immer noch Aluhut, das Sixpack, er hat alle roten Starter mit Shiny, er hat alle weißen Starter mit Shiny, wenn wir die Farbe auf die Hüte beziehen, und das hat auch was mit dem Gewinnspiel zu tun, was eigentlich am Dienstag rauskommen sollte, wegen dem Wochenend-Info-Video kommt das Gewinnspiel aber morgen am Donnerstag, außer es kommt schon wieder was anderes dazwischen. Endlich Shenaya hier auch, Shiny Plinfa mit der weißen Mütze, Julchen einfach mal so nice, Shiny Punita, Gala, Dings, irgendwas. Ach, wo kommt denn der Hübsche her? Ein Shiny Riolu bei Julchen aus Hildburghausen, ja. Hat sie wohl gesagt, kannst du mir ja mal ein Geschenk schicken? Und da habe ich ja eins geschickt im Stream, als ich gefragt habe. Und da war auch noch ein Shiny Riolu drin. Ebenfalls hier auch hübsch, Shiny Mobile, auch bei Julchen. Aluhut hier mit einem Shiny Galamauzi. Buhahaha, wieder eins weniger. Check. Aluhut hier auch Shiny Kryptos Gorgler. Also die werden den Leuten jetzt nur, weil es zwei Stück waren. Cumulus aus einem 7-Kilometer-Ei. Shiny Knospi. Ja, hat eigentlich auch relativ gute IV, hier auch noch ein Shiny Bidiza hinterher, Shiny Baumble hinterher, Henry Niki auch aus dem 7-Kilometer-Ei, also ich sag's, Eier, die Leute brauchen Eier, wo eigentlich haben die Leute Eier, wie man sieht, gerade aus dem 7-Kilometer-Ei bekommen, 100% Gala Flampion, was doch auch ein richtig heftiger, krasser Eisangreifer ist. Master Gossi beim Tauschen 100% Shinux bekommen. Auch sehr cool, weil es natürlich immer so überraschend und zufällig kommt.
Sören, den werde ich so lassen. Hab schon ein Wickel des 100er. Hier Krypto Quiekel mit 98% natürlich so lassen, weil Krypto Mamutel ist einfach ein Biest. Sören, da ignorierst du den ganzen Tag die Bosse, dann kommt ein Ballon vorbei und belohnt dich mit einem Shiny, nämlich Slimer. Sören, glaube Pinga kann man eine Arena nicht mehr machen oder guckt, was da alles drin ist, aber guckt schnell, denn ich zieh's gleich wieder weiter. Ebenfalls Sören hätte ich normalerweise gar nicht mit reingepackt, weil das ja ein ehemaliges C-Day Shiny ist, die sind dann nicht mehr so wichtig, aber Panflam Rampenlichtstunde. Und der Gute taucht am Modul auf. Fand ich auch trotzdem ganz witzig. Lost Lift. Warum immer bei den schwachen Lechis? Aber mitnehmen tue ich es gern. Auch 100% Cresselia mitgenommen. Zeigt auf seine Ausbeute noch, was er hier an Shinies und 100ern in einer Woche bekommen hat. Ohne Shinux, das ist oben ausgeblendet. Also Hydropi, Cresselia, Nebulak, Hydropi, Panflam. Hier geht es glaube ich noch weiter. Moba, Jurob, Jurob, Schellers, Panflam und 100er. Ihr habt da auch ein Roserade dabei. Ihr habt da auch einen, keine Ahnung mehr, wie der Typ heißt dabei. Ihr habt da was Erlöstes. Das Geburtstagsshiny sieht auf jeden Fall ganz nett aus, das Nebulak. Chefe, keine schlechte Woche. Die Shiny Shinux spare ich mir. Danke dafür. Das 100er Cresselia aus einem Raid mit dir. Liebe Grüße, Chefe24. Guckt euch das 100er Cresselia an. Sieht's nicht gut aus. Ein Bidizer Shiny. Hier das 100er Cresselia. Deswegen steht er auch in der Nähe von Röhmhild. Ja. Haspiros Shiny noch mitgenommen. Sandan Shiny noch mitgenommen. Selal hier auch mit einem Shiny Cresselia. Selal hier mit einem Ed Sheeran Pikachu. Also, dass ich das nicht eingeführt habe. Das sieht doch toll aus. Also, meine Damen und Herren, was ist denn da denn los? Ja? Wir haben doch keine Zeit. Guckt euch das Pikachu an. Selal auch hier, Shiny Bidizer, Nachtara, ein Shiny Dusselgur, Flamara, ein Nidoking, Magnetilo in Shiny, ein Hypno. Das werden irgendwie immer die heftigsten Spawns, glaube ich so. Tiso, ich wollte ein Shiny Riolu, aber man nimmt, was man kriegt, ne? LG, ja. Liebe Grüße hier, da 100er Bonera mitgenommen, Shiny Pantimimi, Tiso, dann noch das, das ist mittlerweile mein viertes. Ist gutes Tauschmaterial, sag ich immer. Chevy, nimmt man mit, 100er Stolunio, Chevy, mein Bestes bis jetzt. Und Shiny, Happy, Cresselia Shiny, wow, Chevy, 100er Plinfer, 100er Plinfer. 100er Machomai. Er hat auch ein 0%iges Machomai rein und er hat auch von den anderen Startern Nuller rein. Die Nuller habe ich jetzt alle rausgelassen. 100er Absol mitgenommen. 100er Shellast, ja. 100er Toxipad. 100er Hydropi. Alles noch Chevy. Aluhut. Hier noch was. Hier noch meine Wochen-Highlights. Noch für die Raid am Mittwoch. Voll Gedanke für das coole Format. Alles 100er. Ja. In 6 Tagen. Starter. Fifien. Hippopotas und ein paar Luxtra mit in Shiny und so weiter. Hätte ich glaube ich sogar eins einfach so gelassen, als kleines und eins nur durchentwickelt. Fände ich schöner, wenn ich jetzt 10-mal Shundo, ein Shundo hab, ja? Nee, nicht Shundo, Lundo, Shundo, L muss weg. Dann iScorpions, da hat's bei mir auch geklappt mit dem blauen Ditto, ne? Und dann hat er auch noch 7.777.777 Staub in dem Moment. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Eine glänzende Miezekatze hat er sich auch noch gegönnt. Neben dem Shiny Shinux auch ein Superball dabei, hat er sich auch gegönnt. Und da war noch ein 100er dabei, hat er sich auch gegönnt. Ja. Oh je, sowas aber auch, hat er sich auch gegönnt. Würde ich auf jeden Fall einfach entwickeln und nutzen. Nicht erlösen, ist auf jeden Fall so nützlicher und stärker, brutaler. Gestern wo irgendwo mitgenommen, diese Woche ist bei mir richtig was los, noch 100% Weberak. Valentin hier auch mit dem 100% Cresselia, sogar mit Wetterboost. Jason Meyer habe ich mal reingelernt, mit dem Hannes nämlich die ganze Zeit versucht einen Glückstausch zu machen. Hat es jetzt geschafft, hat sich mega gefreut. Ist eigentlich jetzt nicht so besonders, wenn ich mir das jetzt einfach tauschen lasse, aber weil er sich so gefreut hat, haben wir es trotzdem mal mit reingepackt. Sarina. Habe ich jetzt überlegt, nehme ich es mit rein, nehme ich es nicht mit rein, wegen dem Ort und so alles immer. Ausbeute von nur einem Tag, schwöre, von den Wilden ist nichts gesniped. Wollte endlich Shiny Pinsir und hatte einfach Glück an diesem Tag. 100% Krypto Hydropi. Das ist auf jeden Fall was Cooles, das kannst du ja nicht einfach so
Ne, finden musst du Glück haben. Auf dem Weg zum Shiny Pinsir gab es aber noch hier Flagmon in 100, Pinsir in 100, ein zweites Pinsir in 100, ein Schlurp in 100 und am Ende auch endlich das Shiny Pinsir, was ihr eigentlich gesucht hat. Also erfolgreich. Ist auch hier Shiny Schilderus, was es ja auch exklusiv, das Schilderus für die Perle gibt, ja. Nicht im Diamant, die haben nämlich das bessere Pokémon, die haben nämlich Cocknodon. Wer wissen will, was es sonst noch für exklusive Pokémon gibt bei Perle und bei Diamant, habe ich ein trauriges Bild heute in den Community-Tab gepostet, weil ich gesehen habe, dass es Raupi nur bei Diamant gibt und nicht hier. Da gibt es auch Despota. Das ist auch schlimm genug. Da gibt es die Raubkatzen und wir haben die Vögel. Aber Raupi, Mann, hätte ich das vorher gewusst. Dann hier Isog noch, hat uns gezeigt, weil manche haben Glück, manche haben Pech. Manche, die laufen 3 Stunden am C-Day rum und haben nicht einen Shiny. Und dann gibt es welche, die kriegen halt innerhalb von 2 Minuten gleich 3 Shinies, nämlich direkt hintereinander Shiny, Shiny, Shiny. Habe ich auch vom Lennart als 2, aber hier von iScorpions als 3. Fand ich also überzeugender. Tom, heute ein bisschen gebrütet, auch 100% Vonera. Shiny Vonera hinterher. Shiny habe ich diese Woche auch schon bekommen. Brüten lohnt sich. Wenn man das noch braucht, natürlich, wenn man das schon hat. Ich brauche jetzt nicht unbedingt 2 Millionen Vonera-Bonbons. Upsi, heute auch bemerkt, dass ich so einen bekommen habe. Immer noch Tom. Das ist auch ultra fett. Eigentlich müsste sowas Schocker der Woche sein, aber wir haben ja schon ein 100%iges Krypto gehabt. Also ist das ja jetzt nichts Einmaliges und das. Aber ja, Sumpex, Marmutel, sind beide einfach mega genial, ja. Das Kingmala, hier die Ausbeute von den beiden. Ich finde auch, dass der Hintergrund mit den beiden sehr schön aussieht. Shiny Terrakium passt dazu, hier Shiny Cobalium passt dazu, also wunderbar. Der kam übrigens gleich mit rein, zack, und guckt mal, wie verbogen der da rumhängt. Also ich glaube, dem geht's nicht gut, der duckt sich da kurz weg. Shenaya bedankt sich ja auch für das Shiny Cresselia. Andy Project, jetzt auch hier das 100er am Start, auch noch 100% Cresselia. Daniel Love fand ich auch cool. Hat 12 Sätze in der Go-Kampfliga gemacht, hat oft einen Kampfpass eingesetzt, um Sternstaub zu farmen und hat sich dann gewundert, ja, 8-mal Cresselia in Folge bekommen und das 8., was er bekommen hat, war dann einfach ein Shiny 100% Cresselia aus der GBL. Wieso nicht? Schon seit 10 Jahren jetzt keine GBL mehr gespielt. Kuselinchen zeigt uns auch Shiny-Ausbeute hier, Sichlor Shiny noch dabei, Plinfa Shiny, Zirpurze Shiny, hat Rang 21 erreicht das erste Mal. Glückwunsch an alle, die immer so weit kommen. Für mich ist auch immer Rang 21 das Ziel, dann ist Schluss. Weil dann geht es ja wirklich nur noch um Punkte und da ist immer so ein Stück hoch und ganz weit runter. Wieder ein Stück hoch, wieder ganz weit runter. Also da lasse ich dann immer die Finger davon. Marco Felix hier auch, Shiny Shellers, ja. Marco Felix hier auch, Cresselia, 100. Haben wir ja noch nicht genug gesehen heute. Marco Felix hier, Shiny Vonera. Basti aus der Feldforschung, hehe. Damit werde ich zukünftige Arena-Kämpfer ärgern. Setzte rein, 10 Minuten später hat es eh nur noch so viel Motivation, da ärgerst du niemanden mehr mit. Haben sie ja leider so abgeändert. Erlöstes Bibi hier, 100% Nidoran. Schön auf Ransen, ne? Zack. Basti, jo, Shiny aus dem 7-Kilometer-Ei, die Fortune, auch Shiny Pantimimi wieder dabei. Markus, 89, erlöstes 100% Golbat. Karin, Shiny Lunastein. Heiko zeigt uns hier die Fresse vom Stalos in der Fotobombe im Shinux davor. Ein Ed Sheeran und ein Shiny Ed Sheeran hätte man fast denken können, aber ist ja nicht, fehlt das Shiny-Symbol. Warum ist der so, warum so, warum nicht Shiny? Das wäre doch viel lustiger gewesen. Die Ausbeute, dass er 3 Millionen Shiny-Shinux hat, habe ich jetzt nicht mit rein, aber den finde ich noch richtig klasse vom Heiko Rabigator. 100% Glücksrabigator, das ist auch was Feines, kannst ja nicht einfach irgendwie, musst du ja brüden oder halt beim Tauschen Glück haben, wenn du den als 100er haben willst. Außerdem Heiko hier noch an einem Tag die Shinies, Dusselgur, Mengi, Habitak, Nidoran, Tentara, Tentara, auch richtig schönes Pokémon und freut mich, dass alles Gen 1 ist, bis auf die Taube. Lennart, wildes Galakladi, Lennart, 100er Shinux. Durch einen Tausch erhalten wieder mal. Also der tauscht so viel mit seinem zweiten Account und die werden dabei irgendwie so oft auch einfach 100er. Also tauscht, nutzt das. Werft nicht immer direkt alles weg, tauscht auch mal.
Lennart, 100er Visa Sam, Lennart, 100er Driftlon, Benjamin. Benjamin ist einer, der raidet gerne, der probiert auch gerne immer Solo Herausforderungen, Solo Raids bei Dreiern. Jetzt hat er hier Solo einen Galakladi besiegt. Sehr schön. Er hat Solo einen Bruder Landa gemacht. Sehr schön. Solo ein Pion Draghi, was wohl der schwerste von allen dreien war, obwohl man denkt, das Ding kann eh nichts, aber der hat gute Verteidigung und alles und die Konda, die du nutzt, sind halt dann, du hast meistens mehr andere Konda gegen andere als halt da. Schlappohr hat er auch gemacht, auch hier Solo besiegt, also Simsala hinterher, Simsala auch besiegt, einfach Solo alles, sah gut aus. Elke macht uns allen Hoffnung. Ihr wisst ja, in der Spotlight-Stunde letzte Woche war es ja das Problem, dass man, dass das alles ausgesetzt hat, die Surfer haben ausgesetzt, man konnte irgendwie kein, also viele haben ihr Sternstück aktiviert und ein Ei gehabt oder so und haben da gefarmt und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Kaida kam ins Spiel, sie hat jetzt also den Support bei Niantic in-game, diesen Chat-Dings angeschrieben, hat das gesagt, hat sich da beschwert, also sie hat einfach nur Bescheid gesagt und die haben mir jetzt ein Glücksei und ein Sternstück wieder gutgeschrieben in ihren Account. Für das, was sie halt da verschwitzt hat, also was da jetzt abgelaufen ist ohne irgendwas. Also Leute, wir haben euch auch im Stream gesagt, wenn ihr jetzt da was anhattet und wenn ihr da jetzt ärgerlich seid, dann schreibt mal den Ingame-Support an. Ihr einfach in den Einstellungen, Hilfe, zack, hier, zack, kannst du da anschreiben. Es lohnt sich. Sie hat es gemacht und sie hat ihre Sachen wiederbekommen. Oder andere, die Probleme haben, wenn ein Raid-Pass irgendwie weg ist, durch irgendeinen Mist, ihr habt das Raid-Protokoll in-game, was sie da hinschicken können, kriegt ihr eure Sachen meistens auch wieder. Macht das ruhig mal. Thomas Bo hier, Shiny Scobble, Shiny Crypto Slimer, auch kurz hintereinander, eine Minute nur dazwischen. Rainy Stendal hier 100%, Shinux und noch ein Schnelltest. Heute hinten, ja? Nein Leute, das mache ich nicht mit. Zu viel ist zu viel. Rachen- oder Nasentest, okay, aber das geht gar nicht. Ich glaube, da würden sich sogar mehr anstellen als bei dem anderen. Julchen, nach vier Männchen hat dieser Account endlich ein Weibchen bekommen. Weibliches Shiny Burmi. Julchen noch mit dem 100er Cresselia auch mitgenommen. Bobamo hier. Wann war euer Startdatum? Ich glaube, ich bin mit meinem Weib vorne mit dabei. Guck dir das an. 1.1.1970. Ich lass das mal kurz wirken auf euch. Ich muss mal kurz an die Tür. So, da bin ich wieder zurück. Und was muss ich sagen? DPD, DPD. Ich liebe DPD. Klingelt. Gehst du hin. Machst du auf. Es kommt halt keiner hoch. Ja? Bei allen anderen kommen sie hoch. Obwohl ich schon immer mir jetzt angewöhnt habe, entgegenzulaufen und runterzugehen, gerade wenn die mehrere Sachen haben. Jetzt bist du unten, aber ist ja keiner mehr da, weil einfach, sobald du öffnen wolltest, es in den Hausflur geworfen wird, ja. Es wird reingeworfen und wird weggerannt. Ist okay, haben keine Zeit, stehen unter Druck, Stress, alles. Jetzt habe ich ein Paket für mich und dann liegt ein anderes Paket dort von irgendjemandem, der hier nicht wohnt, den ich nicht kenne, was eine ganz andere Adresse ist. Ist schön, wenn man alles schnell, schnell, schnell hin und her, keine Ahnung, aber jetzt liegt hier ein Paket rum von irgendjemandem im Hausflur mitten unten dort, wo jeder dran vorbeigeht, alles, also was machst du damit? Liegen lassen, geht dich nichts an. Denk mal, der Ramses wird das dann nehmen, wird ganz Hibu absuchen, mal die Adresse googeln, er wird schauen, dass er das demjenigen dann vorbeibringen kann und joa. Den seiner Stelle würde ich einfach da, wo ich bestellt habe, dann anrufen, würde sagen, dass ich keine Lieferung bekommen habe. Dann müssen die nachfragen, was der gemacht hat. Dann sagt er, das habe ich einfach in die Straße da reingeworfen. Und dann sagen die, das war doch voll die falsche Adresse. Oh, ist mir doch egal. Also, ich finde, so geht das nicht. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht, Mann. Meine Stimme ist kaputt. So, aber wir machen jetzt weiter. Habt ihr euch den Screenshot nämlich mal angeguckt hier? Trainername Buddy Level 0, keine Erfahrungspunkte, nix, aber 247 Kilometer, 247 Pokémon, 247 Pokestops, 247 EP. Oben steht aber 0. Und Startdatum 1.1.1970. Verstehe ich nicht. Warum die ganze Zeit 247, dieser Zusammenhang und dann 1.1.1970? Was ist das? Ich weiß es nicht. Weiter geht's hier mit. Dann haben ein paar Leute wieder mal
per Instagram was geschickt, obwohl ich immer wieder dazu sage, nicht per Instagram, obwohl ich immer wieder in den Streams, wenn Leute fragen, sage, mach so und so, dann sage ich auch hier und da. Alles, was bei Instagram war, habe ich wieder weggelassen, weil da eh kein Name dran stand und man nicht wusste, was wie wo. Der Einzige, der was gemacht hat und schlau war, war Lukas, denn Lukas hat einfach auf das Bild Lukas geschrieben. Jetzt wisst ihr, Lukas, welcher Lukas auch immer, würdet ihr jetzt denken, aber Lukas hat ein 100er Evoli. Schöner ist es natürlich hier, wenn man sagt, hey Joker, weil das ist ja der Ingame-Name. Noch PS, ich bin zurzeit dort in der Gegend beim Weberack-Nest, genau, wo jedes Weberack shiny ist. Das waren jetzt die Highlights und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Obwohl, den hatten wir ja eben schon mit dem DPD-Mann. Obwohl, das ist auch kein Schocker, weil das überrascht einen ja nicht mehr, weil es läuft halt immer so ab. Entweder wird geklingelt und es liegt da draußen auf der Straße und Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, ich bin schon wieder käseweiß, und der Schocker der Woche, Ramses, wieso siehst du denn immer so fertig aus? Bin ich nicht, das ist die Beleuchtung einfach nur. Und der habt ihr mal Lennificate gesehen, wie der aussieht in seinen Videos, ja? Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Tiso. Das war gerade mein Schocker der Woche, aber nicht nur ihrer, meiner auch. Denn ihr könnt nicht, ihr versteht einfach nicht, wie unglaublich selten im Prinzip dieses Rüstungs-Mewtwo ist, ja? Jemanden zu finden, der das überhaupt mit einem tauscht, ist eine Sache für sich. Und dann auch noch als 100%iges beim Lucky Trade. Das ist unglaublich. Das war's jetzt aber. Ich muss nämlich schon wieder an die Tür von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Vielleicht kommt der DPD-Mann zurück und sagt, ey, gib mir das Ding wieder, du Arsch. Aber es liegt ja unten, also muss es jemand anderes sein. Ciao.